Guten Morgen, herzlich willkommen bei Dokumenten Workflows mit Pamunda BPM. Mein Name ist Daya und ich komme aus dem bildhübsches Land Kanada. Und ich arbeite hier bei Pamunda als ein Content Marketing Manager und heute bin eure Moderator. Mit mir ist der tolle Felix Müller. Er kommt aus Berlin und er ist einer von unseren Consultants bei Pamunda. Bevor wir weitergehen, wollte euch nur sagen, diese Webinar ist recorded. Du könntest wieder nachher schauen. Und es würde auch prima sein, wenn ihr Fragen haben. Da sollte also ein Knopf sein und es sagt, frag mir etwas und könnt gerne Fragen stellen. Und mit das reiche ich das weiter jetzt zu Felix. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Webinar Dokumenten-Workflows mit Camunda BPM. Heute geht es also darum, wie wir Camunda BPM mit ECM und Dokumentenmanagementsystemen Lösungen integrieren können. Bevor wir starten, erstmal ganz kurz nochmal zu mir. Vielen Dank erstmal an Daya, dass sie mich schon introduced hat. Ja, mein Name ist Felix Müller, ich bin Consultant bei Camunda. Mit Fokus auf Webanwendungen, Frontend-Technologien, aber auch auf Integration mit anderen Systemen. Und freue mich heute hier, das Webinar machen zu können. Was schauen wir uns heute an? Also was ist die Agenda von diesem Webinar? Als erstes schauen wir uns an, was sind überhaupt Dokumentenmanagementsysteme? Was sind diese Begriffe ECM und DMS? Die werden ja mal so in den Raum geworfen, aber ich will erstmal grundsätzlich klären, was es überhaupt bedeutet und was es hier eventuell auch für Standards gibt. Und anschließend werden wir uns zwei verschiedene Beispiele angucken, einmal mit CMIS und einmal mit Box. Das sind zwei verschiedene Integrationswege, die ich heute hier präsentieren werde, wo ich im Endeffekt Beispiele geschrieben habe, die ich hier präsentiere. Und dann anschließend werden wir auch live in den Code reingehen. Das heißt, wir schauen uns an, was habe ich da gemacht und wie einfach ist es wirklich, Camunda hier zu verbinden mit diesen Dokumentenmanagementsystemen. Und zum Schluss kommen wir dann natürlich auch noch zu einer kurzen Zusammenfassung, wo ich entsprechend Links auf das GitHub-Repository geben werde. Das heißt, der ganze Quellcode ist wieder auf GitHub verfügbar und die kann man sich im Nachgang natürlich gerne anschauen. Und außerdem werde ich ein paar Hinweise geben, wo man Hilfestellungen findet für jetzt genau diese Anbindung an Box oder an CMIS-Systeme. Und am Ende, wie Daya bereits erwähnt hat, haben wir dann natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, ich werde dann versuchen, auf alle Fragen hier einzugehen, die im Laufe hochkommen. Ja, kommen wir erstmal zu dem Begriff Enterprise Content Management. Im Grunde genommen ist es ein Begriff, der jetzt im Jahre 2000 von der AIM International fest definiert wurde als feststehender Begriff. Wird häufig halt mit ECM abgekürzt und auch teilweise mit DMS verwechselt. Aber ein Enterprise Content Management ist im Endeffekt noch wesentlich mehr als das reine Dokumentenmanagement. Wir sehen jetzt hier eine Reihe von Begriffen im Endeffekt und ECM beinhaltet halt alle diese Dinge, das heißt wirklich vom Einscannen und Aufnehmen von Dokumenten bis hin zur Ablage, digitalen Verwaltung, Historienverwaltung, Suchfunktionalitäten und ähnliches sind in der Regel in solchen Systemen mit drin. Und was interessant ist hier, häufig sind dann auch in diesen Systemen schon bereits Workflow-Management-Systeme mit drin, die in der Regel aber allerdings nicht nach dem BPMN-Standard, wie wir ihn hier kennen, dann funktionieren, sondern ihre eigenen proprietären Lösungen dort mitbringen. Und gleichzeitig sprechen wir ja auch noch von anderen Dingen, wie halt zum Beispiel Web-Content-Management und Content-Management. Also das erstmal grundsätzlich zu diesem Begriff. Und den möchte ich wirklich stark halt eigentlich abgrenzen, auch wenn ich ihn heute vielleicht ein bisschen abwechselnd benutze von dem Begriff Dokumentenmanagementsystem. Weil ein Dokumentenmanagementsystem ist im Endeffekt eigentlich eine Komponente von ECM-System und es hilft einem im Endeffekt im Unternehmen, Dokumente zu kontrollieren, zu organisieren und dann auch zu tracken. Und das heißt,
ich habe die Möglichkeit, eine automatische Versionierung zu nutzen und History Tracking zu verwenden. Das heißt, diese Softwarelösungen bieten einem genau diese Dinge im Endeffekt, dass man, der gesamte Dokumenten-Workflow wird hier unterstützt von diesem System, vom Einscannen bis hin zum Abspeichern. Aber wir haben halt nicht diese zusätzlichen Funktionalitäten, wie sie halt beim Enterprise Content Management sind. Und wenn wir von einem Dokumentenmanagementsystem sprechen, ist es häufig mehr die Lösung, wobei das Enterprise Content Management eher ein Begriff ist, der oben drüber steht als ein größeres System, sage ich mal. Und in der Regel ist es so, dass wir hier unterscheiden zwischen den älteren Lösungen, wie man sie vor 10 Jahren vielleicht noch hatte, und modernen Systemen. Das heißt, auch hier hat jetzt in den letzten Jahren ein starker Wechsel stattgefunden, hat sich viel, viel getan bei Dokumentenmanagementsystemen. Das heißt, es gibt Lösungen, die wirklich on-premise installiert werden, auf Servern bei einem innerhalb des Unternehmens selbst, wo dann man selber für als Unternehmen für die Wartung und Installation zuständig ist. Und mittlerweile gibt es halt unheimlich viele Cloud-Based-Dienste, die solche Software-as-a-Service-Solutions anbieten für Dokumentenmanagementsysteme. Die sind am Anfang nicht so mächtig gewesen. Da ging es am Anfang häufig nur darum, dass man Dateien hochlädt und eventuell synchronisiert. Aber mittlerweile unterstützen die meisten von diesen Lösungen auch einen unheimlich großen Funktionsumfang. Das heißt, ich habe hier auch Dinge wie Versionierung, History Tracking, ich habe eine mächtige Suche, ich habe Desktop-Applikationen als auch Web-Applikationen. Und das Schöne an diesen Lösungen ist halt, dass sie in der Regel sehr einfach zu integrieren sind mit modernen anderen Web-Applikationen, wie eben auch Camunda an dieser Stelle. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal kurz an, was sind überhaupt die Gründe, warum ich jetzt so ein Dokumentenmanagementsystem nutzen würde. Weil jetzt spreche ich ja die ganze Zeit darüber, warum macht das überhaupt Sinn? Wozu brauche ich das überhaupt? Ja. Das Schöne an Dokumentenmanagementsystemen ist halt, dass ich ein zentrales Repository habe, wo meine ganzen Dokumente eben gespeichert werden und ich habe die Möglichkeit, meine Dateien einfach innerhalb des Unternehmens auszutauschen. Wenn ich jetzt nur in meinem Unternehmen zu dritt oder zu viert bin, sollte man vielleicht noch überlegen, macht das Sinn? Kann ich die Dokumente nicht einfach per E-Mail schicken? Aber in dem Moment, wo ich dann ein paar mehr Leute habe, die an dem gleichen Projekt arbeiten, macht es auf jeden Fall Sinn, hier auf ein DMS zurückzugreifen. Und gerade wenn hier solche Punkte wie Sicherheit bzw. Security eine Rolle spielen, gerade dieses Thema wird von vielen DMS-Anbietern sehr groß geschrieben. Das heißt, hier wird halt wirklich, kann man zum Beispiel rollenbasiert den Zugriff auf bestimmte Dokumente geben oder halt auch nicht. Und was man auch noch wirklich erwähnen sollte, ist, wie viel Zeit und Kosten man im Endeffekt spart, wenn man Dokumentenmanagementsysteme benutzt, gerade für die Suche von Dokumenten. Wer kennt es nicht? Man geht in sein E-Mail-Postfach und findet ein bestimmtes Dokument nicht mehr. Das würde mit DMS-System halt nicht passieren. Da gibt man einen Suchbegriff ein und schon ist die richtige Datei da. Und auch noch in den richtigen Versionen. Das heißt, man kann schauen, was hat sich da in der Vergangenheit getan, was ist wirklich in der Historie passiert. Und den letzten Punkt, der ist natürlich für uns heute besonders spannend, ist halt die Integration mit Drittsoftware. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Dateien nur in meinem E-Mail-Postfach habe, ist es hier meist schwieriger ranzukommen, als wenn ich ein DMS-System habe, gerade weil DMS-Systeme hier häufig offene Schnittstellen bieten. Und die beiden größten oder die größte Schnittstelle für die klassischen Systeme ist eben CMS. Da werde ich gleich drauf kommen. Das ist ein unser Beispiel, was wir uns heute anschauen möchten. Und das andere Beispiel, was ich heute dabei habe, ist im Endeffekt box.com. Und jetzt mal schauen wir uns an, was ist denn box.com? Viele haben wahrscheinlich schon von anderen Cloud-Based-Systemen gehört, wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive oder auch Amazon Drive. Es gibt ja noch viele weitere solcher Cloud-Based Dokumentenmanagementsysteme. Und die erlauben mir halt, Dateien hochzuladen,
und diesen Content zu managen, sowohl online als auch als Software auf meinem Desktop-Rechner. Und das kann ich sowohl mobil machen als auch auf einem stationären Gerät. Und das Schöne hierbei ist halt einfach, dass die ganzen Dateien in der Cloud gespeichert werden. Ich muss mich also nicht darum kümmern, was passiert mit den Dateien. Der Cloud-Dienst ist dafür verantwortlich, dass sie wirklich sicher abgelegt werden, dass regelmäßig Backups gemacht werden. Ich muss mich als Unternehmen darum nicht mehr kümmern, muss halt nur meine kleine Fee wahrscheinlich im Monat bezahlen, je nachdem, welchen Dienst ich da nutze und ob ich es privat nutze oder halt als Organisation, als Unternehmen, kommen hier kleinere Kosten bei auf. Und das ist halt der Vorteil hier, ja, dass ich nicht mehr selbst dafür verantwortlich bin, was mit den Dateien passiert. Und Box.com ist hier laut Gartner mittlerweile der Leader in solchen File-Sharing-Services, die cloud-based sind. Die sind also wirklich ganz vorne mit dran. Große Unternehmen sind da auch mit dabei und supporten und sind Partner von Box. Sie haben es also geschafft, mit ihrer Software da wirklich in dem Bereich vorne dabei zu sein. Im Vergleich zu anderen, die eventuell hier an der Stelle noch hinten dran sind ein bisschen. Das Schöne bei Box ist, dass man wirklich als Entwickler gerade eine Reihe von Hilfsmitteln an die Hand bekommt. Sie haben sie haben verschiedene SDKs im Endeffekt für die Entwicklung, die einem helfen, sehr einfach jetzt sich mit Box.com zu integrieren als Drittanwendung. Da sind unter anderem Java dabei, da ist .NET dabei, aber auch Node.js und so weiter. Es gibt jetzt noch eine Reihe von anderen SDKs, die sie anbieten. Sie haben eine sehr gute Dokumentation. Die SDKs sind alle Open Source. Das macht es dann natürlich sehr einfach, da reinzuschauen in den Code. Und das möchte ich heute einfach mal als modernes Content-Management-System hier zeigen, wie man das halt in Camunda integrieren kann. Bevor wir das machen, schauen wir uns mal kurz an, so ein Beispiel, wie sieht jetzt Box überhaupt aus? Also das ist jetzt hier mal ein Beispiel von der Web-Oberfläche von Box.com. Das ist jetzt nicht meine Box.com, das ist einfach aus ihrer Produktpalette einfach mal so ein Beispielbild, wie sowas aussieht. Das heißt, wir haben hier oben direkt, oben sehen wir können nach Dateien und Ordnern suchen und haben jetzt hier eine Reihe von Dokumenten und können direkt sehen, was ist in der Historie passiert. Wir haben die Möglichkeit, die Dateien direkt mit externen, zum Beispiel mit Kunden zu sharen und können da neue Dateien hochladen. Und mittlerweile gibt es auch sowas wie Kommunikation innen drin, dass ich habe ein Messaging-System, kann mit anderen Kollegen, die mich hier unterhalten, während ich hier an den Dateien arbeite. Das ist also ein sehr schönes System, kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und das ist das eine Thema, was wir uns weiter anschauen. Und was ich auch noch zeigen möchte, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über Dokumentenmanagementsysteme sprechen, ist eben dieser CMIS-Standard. Haben wahrscheinlich viele auch schon von gehört, die heute hier mit dabei sind im Webinar. Diesen Standard gibt es jetzt seit 2013 von der Open OASIS Standard, mittlerweile in der Version 1.1. Und das ist ein offener Standard, den sich diese OASIS Group ausgedacht hat. Und mit der Unterstützung von mehreren Dokumentenmanagementsystemen auch, die daran gearbeitet haben, überlegt haben, wie kann ich denn das Domain-Modell und die Bindings für solche Dokumentenmanagementsysteme verallgemeinern und zu einem schönen Standard bringen. Und das Gute hierbei ist, dass das Ganze sprachunabhängig ist. Das heißt, es gibt mittlerweile Implementierungen dafür in Java und auch .NET und auch noch natürlich in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Android oder auch C-Sharp-Lösungen oder Objective-C, wo man hier Beispiele-Implementierungen hat, wie man diese drei verschiedenen Binding-Protokolle benutzen kann. Das heißt, wir haben hier einerseits die Möglichkeit, über normale Web-Services wie BSDL und SOAP Binding zu gehen, aber auch die Möglichkeit über diese Atom-Pub-Möglichkeit, das kennt man vielleicht aus dem Bereich so RSS-Feeders, und dann auch die modernere Web-Lösung über JSON hier zu gehen.
Im Endeffekt alles natürlich webgetriebene Bindings, sage ich mal, wie man jetzt hier auf diese Systeme zugreifen kann. Und das Schöne an dem Ganzen ist dann natürlich, wenn ich einmal jetzt einen Client geschrieben habe, wie zum Beispiel hier die Implementierung von Apache Chemistry, die ich heute als Beispiel benutzen werde, kann ich damit auf jedes Dokumentmanagementsystem zugreifen, welches in diesem Standard unterstützt. Und nicht immer im vollen Funktionsumfang. Jede Serverimplementierung ist an manchen Stellen unterschiedlich. So ist das halt manchmal bei Standards, dass da auch dann kleinere Lücken eventuell drin sind oder die Anbieter manche Sachen anders implementieren wollen aus bestimmten Gründen. Aber im Großen und Ganzen gibt es jetzt wirklich eine Reihe von Anbietern, die genau diesen Standard halt unterstützen. Und jetzt sehen wir hier, habe ich mal mitgebracht, eine Liste von Implementierungen. Also das sind jetzt wirklich Dokumentenmanagementsysteme, die diesen Standard unterstützen. Da gibt es bei manchen noch so kleinere Einschränkungen. Kann man sich gerne die vollständige Liste auf Wikipedia anschauen. Das ist sowohl, sind das Open Source Dokumentenmanagementsysteme und auch Dokumentenmanagementsysteme, die nicht quelloffen sind. Und wie zum Beispiel diese IBM-Lösungen hier. Und da kann man im Endeffekt auch reinschauen und diese alle anbinden über den CMIS-Standard. Und wenn ich jetzt dann diese Open CMIS benutze von Apache Chemistry, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese alle anzubinden. Ja, und jetzt ist das ja auch noch sehr, sehr abstrakt alles und man weiß nicht so genau, okay, jetzt habe ich hier diesen Standard, wie funktioniert das Ganze dann? Habe ich auch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, kann ich sehr empfehlen. Apache Chemistry ist eine Open-Source-Lösung, die es mir erlaubt, andere Systeme hier anzubinden. Das heißt, Apache Chemistry kommt mit einem Client Library, einem SDK auch, womit ich mich an CMIS-Systeme anbinden kann, auf sehr einfache Weise. Die haben sowohl eine .NET als auch eine Java-Implementierung mittlerweile. Und was sie noch haben, sind auch eine Serverseite, die ich einbinden kann, um mein eigenes Dokumentmanagementsystem zu schreiben. Und genau das machen auch viele Open Source Dokumentenmanagement-Lösungen, dass sie eben diese Apache Chemistry Server Bindings bei sich einbinden und damit halt diese offene Lösung bereitstellen. Und es gibt jetzt von Apache Chemistry auch einen In-Memory-Server, den man sich als Entwickler runterladen kann, um dieses Dokumentenmanagement-System lokal zu testen. Das Ganze wird dann auf einem Webserver deployed. Das habe ich bei mir lokal auch gemacht. Und dann gibt es noch ein Tool zusätzlich, das nennt sich hier In-Memory Repository. Das sieht man jetzt hier auf dem Bildschirm. Das heißt, das ist genau jetzt ein Screenshot von dem Tool, was ich auch lokal bei mir laufen habe. Und hier kann ich jetzt direkt, habe ich Zugriff auf alle Dokumente, die dann in meinem lokalen Dokumentmanagementsystem gespeichert sind. Ich werde das jetzt in der Demo auch gleich mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Das heißt, jetzt würde ich erstmal Schluss machen mit der ganzen Theorie und dass wir wirklich einsteigen rein in die Lösung. Was habe ich denn jetzt wirklich gemacht? Weil jetzt ist das Ganze ja noch sehr abstrakt. Das heißt, im nächsten werde ich jetzt einfach mal zeigen, was ich habe ich entwickelt hier. Warum sind wir hier heute alle zusammengekommen zu diesem Webinar? Grundsätzlich erstmal, ich werde zwei verschiedene Lösungen vorstellen, habe ich am Anfang schon erwähnt. Eine mit box.com, die moderne Lösung, und eine Integration mit diesem CMIS-Server, den ich lokal bei mir laufen habe. Das könnte auch jedes andere Dokumentenmanagementsystem aus dieser langen Liste sein, die ich eben vorgestellt habe, die eben diese CMIS-Integration anbietet. Das lässt sich also sehr einfach austauschen. Das heißt, jetzt kommt der spannende Teil, wo ich hier aus der Präsentation aussteige und wirklich in mein Camunda reingehe. Und das Erste, was ich mal machen werde, ich gehe dann in meine Camunda Taskliste gehen, die ich jetzt hier laufen habe. Das ist jetzt mittlerweile schon die Version 7.6 Alpha 5. Das heißt, nicht wundern, wir haben ja bald das Release von der 7.6 Ende des Monats. Das ist jetzt hier die letzte Alpha. Das heißt, da sehen manche Sachen schon mal wieder minimal anders aus als in den altbekannten 7.5er Versionen. Das heißt, da
bekommen Sie jetzt hier auch schon mal einen Vorgeschmack auf die neueste Version, sage ich mal. Ja, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, wir starten direkt in einen neuen Prozess. Ich habe, wie gesagt, zwei Prozesse mitgebracht. Das obere hier ist mein Invoice Receipt Box Prozess und das andere ein Invoice Receipt CMIS Prozess. Das heißt, wenn ich hier diesen Prozess jetzt starte, ich zeige gleich dann auch nochmal, was in dem Prozess wirklich genau passiert, habe ich hier die Möglichkeit, erstmal Dateien hochzuladen. Das kennen viele wahrscheinlich, wenn sie sich die Standarddistribution runtergeladen haben von Camunda, hat man hier die Möglichkeit, auch Dateien hochzuladen. Wenn ich allerdings diese Dateien in Camunda in der Standarddistribution, in der Standardprozessapplikation dann hochlade, dann diese ja in der Camunda-Datenbank und das wollen wir hier an der Stelle nicht, sondern wir werden sie direkt jetzt einmal in box.com speichern. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier auf Upload drücke, passiert jetzt im Hintergrund Folgendes. Es geht ein Request raus an meinen lokalen Server, den ich laufen habe, und dieser schickt im Endeffekt diese Datei jetzt weiter zu box.com und dort wird die Datei abgelegt. Ich zeige das Ganze, wie das aussieht. Ich gebe jetzt hier mal ein bisschen Testdaten ein, das heißt, hier können wir einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 machen. Das ist ja nicht weiter wichtig jetzt für unseren Testcase. Und ich starte jetzt mal diesen schönen Prozess. Ja, der Prozess wurde jetzt gestartet. Jetzt würde ich mal schauen, wo er jetzt hängt. Und jetzt gucken wir uns doch erstmal an, worum geht es hier überhaupt. Wir sind ja hier, eben haben wir den Prozess gestartet. Wir waren jetzt also ein Team Assistant. Ich bin jetzt hier ein Admin-User, habe also alle Rechte, kann alles machen. Und dann wurde diese Task direkt automatisch zugewiesen an den über eine DMN-Tabelle an die richtige Person. Das ist hier an der Stelle der Approver. Und grundsätzlich sieht das Ganze ja erstmal aus, wie auch der Prozess, den viele aus der Distribution schon kennen. Was interessant ist, wir haben hier oben ein Verify Invoice, eine Call Activity, die nichts anderes macht, als einen Case dort aufzurufen. Das heißt, hier kommt schon CMMN ins Spiel als Feature. Auch hier nochmal der Hinweis, da kommen ja in der 7.6-Version auch schon wieder neue Funktionen hinzu im Cockpit für Cases. Also für diejenigen, die da interessiert sind im CMMN, sollten da ganz gespannt auf das Release jetzt Ende des Monats gucken. Und da wird jetzt hier im Endeffekt was passieren, wenn ich diesen Invoice nicht approve. Und da ich das natürlich machen will, werde ich auch gleich das hier machen. Vorher schauen wir uns allerdings erstmal die Form an. Das heißt, ich claim jetzt mal diesen Task und gucke, was habe ich denn jetzt hier für Funktionalität. Ich sehe hier gleich, ich habe meine Invoice-Dokumente hier und hier sehe ich, es gibt ein Invoice-PDF in Version 1. Jetzt kann ich hier direkt auf Preview klicken und in dem Moment wird direkt von box.com jetzt eine Preview generiert und das Dokument wird mir hier direkt in meiner Camunda-Form angezeigt. Ja, also das ist schon mal die erste Integration, die wir jetzt hier haben, direkt das, die Datei aus box.com. Was habe ich noch? Ich kann jetzt, habe hier die Möglichkeit, auf diesen Link zu klicken. Klicke jetzt mal hier drauf und in dem Moment öffnet sich box.com direkt mit meinem User hier, wo ich jetzt das Dokument sehen kann. Das heißt, auch hier haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, uns dieses Dokument anzuschauen und das Ganze jetzt hier erstmal wieder zu schließen. Das heißt, hier sehen wir jetzt, das ist ein Invoice, das ist wieder das gleiche Dokument wie auch vorher. Ich schließe das jetzt mal und sehen jetzt hier, okay, das hatte ich ja eben schon in dem Beispiel-Screenshot gezeigt, das ist eben die box.com Web-Oberfläche. Und jetzt sieht man hier, das ist ein sehr kryptischer Ordner und genau dieser Ordner wurde jetzt automatisch erstellt von Camunda. Und hier liegt jetzt momentan eine Datei drin. Okay. Jetzt schauen wir nochmal zurück in die Tasklist. Gibt es auch hier die Möglichkeit natürlich, dieses Dokument dann direkt runterzuladen. Das heißt, ich kann es auch mir lokal dann nochmal anschauen, eventuell ausdrucken oder ähnliches machen. Ja, das möchte ich jetzt an der Stelle gar nicht machen. Wollte nur mal zeigen, das ist also auch möglich. Wie wir eben gesehen hatten, ich wollte den Prozess jetzt hier nicht approven, dieses Invoice an der Stelle, sondern würde jetzt erstmal an der Stelle auf Complete drücken. So, und sobald ich hier auf Complete drücke, passiert Folgendes. Wir haben ja gesagt, unser Case wird dann gestartet. Ja, jetzt gucke ich mir mal an, was passiert da.
sehen wir hier direkt, es gibt ein Human Task an der Stelle, Assign Reviewer, wo ich einen Reviewer assigne. Und dann, sobald ich Complete drücke, geht es hier zu dem Review Invoice. Und das Ganze werde ich mal machen. Und das heißt, ich assigne jetzt mal mich selbst wieder hier als Demo-User. Klicke auf Complete. Und jetzt sehen wir direkt, oh, ich habe einen Task bekommen. Okay, Human Task an der Stelle. Und das ist hier dieser Review Invoice Task. Und jetzt sehen wir hier schon wieder eine Funktion mehr. Das heißt, wir haben hier natürlich wieder die Möglichkeit, ein Preview zu machen. Aber was gibt es noch in dem Diagramm? Da gibt es die Möglichkeit, ein Upload New Invoice Human Task zu haben, der manuell aktivierbar ist. Das ist ja dieser Play-Button hier an der Stelle und das Ganze kann ich auch noch mehrfach machen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, manuell einen neuen Case Execution zu aktivieren. Das heißt, an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, wir wollen einen neuen Invoice vielleicht erstellen, weil dieser hier, da steht jetzt nur, das ist ein Invoice, ist irgendwie nicht so viel, sagt uns nicht so viel und wir wollen jetzt hier nochmal anschauen, was passiert. Okay, wir haben gesehen, ich habe da drauf geklickt und in dem Moment die Tasklist refresht sofort und es ist ein neuer Task dazugekommen, der Upload New Invoice Task. Das heißt hier als Worker konnte ich selber eine neue Case Execution aktivieren an der Stelle und habe jetzt hier die Möglichkeit, neue Dateien hochzuladen. Um das Ganze mal ein bisschen interessanter zu machen, würde ich zwei Dateien hochladen. Das heißt, ich klicke jetzt mal hier, habe ein Invoice-2-Dokument vorbereitet, das ich öffnen würde, klicke einmal auf Upload. Das dauert jetzt einen kleinen Moment natürlich. Das geht jetzt wieder direkt zu box.com, wird da hochgeladen und ich würde an der Stelle auch nochmal ein zweites File hochzuladen. Ja. Das heißt, wir klicken auch hier nochmal auf Upload. Okay, jetzt sagt er uns hier, okay, recently wurden zwei Dateien hochgeladen. Das reicht mir jetzt erstmal als Sachbearbeiter und ich klicke an der Stelle wieder auf Complete. In dem Moment wird jetzt wieder hier dieser Review Invoice Task aktiviert und Refresh, das Ganze passiert über Listener im Hintergrund. Das heißt, hier werden nochmal die frischen Daten jetzt von box.com heruntergeladen und wir sehen jetzt hier, okay, anscheinend gibt es einmal diese Invoice 2 PDF und in dem Moment, wo ich hier draufklicke, wird jetzt die Preview vorbereitet und ich sehe direkt in dem Moment dann wieder, okay, das ist jetzt mein Second Invoice. Ja. Und das Schöne ist jetzt, ich habe auch noch die Invoice-PDF hier oben. Die ist jetzt in Version 2. Wir haben ja eben gesehen, ich habe die gleiche Datei nochmal hochgeladen und deshalb gibt es jetzt hier zwei Versionen. Und er sagt mir jetzt auch direkt, anscheinend gibt es hier Versionen in box.com, mehrere Versionen von diesem File. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, mir dann anzuschauen, okay, was ist denn da im Hintergrund passiert? Und da sieht man wirklich direkt diese zwei unterschiedlichen Versionen, die ich jetzt hier eben hochgeladen habe. Okay, so, jetzt gehen wir nochmal zurück. Okay, das heißt, an der Stelle würde ich jetzt mal sagen, okay, ich konnte das Ganze clarifyen und ich klicke auf Complete. So. Und was passiert jetzt? Jetzt geht es wieder zurück zum Approve Invoice. Das heißt, wir schauen jetzt mal in unser Diagramm. Wir haben jetzt hier oben den Review successful abgeschlossen, landen jetzt wieder im Approve Invoice. Und einfach mal, um das bis zum Ende durchzuspielen, würde ich jetzt mal hier diesen Task approven. Und dann sehe ich gleich, jetzt bekomme ich einen Banktransferprozess. Und in diesem kann ich mir jetzt auch nochmal entsprechend die Dateien anzeigen, weil es ist ja immer wichtig, auch wenn ich jetzt so einen Banktransfer mache, muss ich natürlich wissen, was ist das für ein Dokument. Und an der Stelle würde ich jetzt auch erstmal sagen, Complete. Gut, jetzt haben wir im Endeffekt alles einmal durchgespielt. Was ich jetzt zeigen möchte, das wäre jetzt box.com gewesen. Ich würde jetzt gerne mal ins Cockpit gehen und zeigen, was dort überhaupt an Informationen abgespeichert wurden. Das heißt, wir gehen mal rein hier, schauen mal ins Cockpit. Das heißt, wir gehen jetzt hier in meine Prozessdefinition, schauen mal in den Invoice Receipt Prozess und was uns ja jetzt hier an der Stelle interessiert, ist ja die History, weil ich ja genau eben hier diesen Prozess schon abgeschlossen habe. Ja, das heißt, hier kommt wieder die History ins Spiel, die wir uns anschauen wollen.
Und hier sieht man ja jetzt auch schon sehr schön, wir haben ja die ganzen Tasks, sind wir ja durchgegangen entsprechend. Das heißt, er zeigt mir jetzt hier auch wieder direkt, dass ich hier diesen Approve Invoice zweimal durchlaufen habe, weil ich ja eben nochmal den Verify Invoice hatte. Was wir auch sehen, dass eine Case Instance aufgerufen wurde. Das heißt, da können wir auch nochmal reingehen. Das ist ja jetzt sehr schön. In der 7.6er habe ich hier schon die Möglichkeit, mir sehr schön Cases auch anzuschauen und genau zu gucken, was da im Endeffekt passiert ist. Und wenn ich jetzt an der Stelle nochmal zurückgehe, ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen kleiner, können wir jetzt mal auf Variablen gucken. Und das ist wirklich das Interessante, was ich jetzt mal hier zeigen wollte. Wir haben jetzt hier mehrere Variablen drin. Und was für uns an der Stelle wichtig ist, dass wir jetzt hier sehen, dass gar keine Files gespeichert sind. Ja. Also die Files werden wirklich gar nicht in Camunda abgelegt und auch füllen jetzt nicht die Camunda-Datenbank, sondern stattdessen haben wir hier einen Box-Folder, eine Unique-ID, die automatisch generiert wurde und diese matcht genau mit dem Box-Folder. Jetzt sehen wir hier oben noch, ich hatte den ja noch offen, das heißt, wenn man jetzt nur die ersten paar Stellen da vergleicht, sieht man direkt, okay, das ist wirklich genau diese ID hier oben aus diesem Folder. Ja. Ich zeige mal box.com. Bei Insurance Data gibt es jetzt an der Stelle auch noch andere, die ich schon vorher mal zum Testen erstellt hatte. Das heißt, da gibt es bereits mehrere Folder und die sind im Endeffekt genau verknüpft jetzt hier mit diesem Box-Folder. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen aufbauen möchte, könnte man natürlich hingehen und noch Cockpit-Plugins schreiben, um zum Beispiel auch hier für den Operator direkt eine Sicht zu schreiben in box.com. Das heißt, ich könnte jetzt auch hier zum Beispiel noch ein weiteres Tab hinzufügen, wo der Box-Folder genau eben dieser hier, diese Variable angezeigt wird aus meinem Prozess. Also das wäre ohne Probleme möglich. Was wir auch noch haben, das benötigen die Forms hier, ist hier im Endeffekt ein Array an den Dokumenten, die hier abgespeichert sind, mit sehr kryptischen Links. Das sind im Endeffekt genau die Links, die zum Runterladen gebraucht werden für diese Dateien. Die sind bei box.com ein bisschen kryptisch, liegt einfach daran, dass es natürlich mehrere Versionen geben kann und unheimlich viele User auch bei Ihnen auf dem Cloud-System drauf sind. Und dann gibt es hier direkt diese Folder-URL, die mir direkt den Link zu box.com, zu dem richtigen Ordner bereitstellt. Ja, und alle anderen Daten, die wir jetzt hier drin haben, sind ansonsten wirklich prozessbezogen auf diese Prozessinstanz. Da sind ja hier die ganzen Daten, die wir eingegeben haben. Ein paar Daten noch zur Entscheidung an den entsprechenden Gateways. Und das ist hier das Wichtige. Okay. Gut. Ich würde jetzt den gleichen Prozess auch nochmal durchspielen wollen mit CMS und dann anschließend gucken wir uns an, wie ist das Ganze implementiert. Das ist wahrscheinlich für die meisten der spannendste Teil hier heute. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal und starte einen neuen Prozess, diesmal allerdings den CMS-Prozess. Das heißt, ich klicke hier wieder rauf und sehe auch gleich hier wieder, das ist identisch im Endeffekt von den Formularen. Kann jetzt hier wieder Dateien hochladen. Das heißt, hier wähle ich jetzt wieder die Datei auf, lade die hoch und gebe die Daten wieder ein. Das heißt, ich klicke jetzt hier wieder auf Start. Und dann sehen wir sofort, hier gibt es jetzt einen neuen Task, das ist diesmal aus dem Invoice Receipt CMS Prozess. Das heißt, hier an der Stelle kann man jetzt direkt sehen, wieder, wenn ich auf Preview klicke, sieht man direkt die Datei. Ja. Jetzt haben wir hier gesehen, das war alles sofort da, wahnsinnig schnell. Das liegt natürlich daran, dass das Ganze jetzt lokal auf meinem Server abgelegt wird. Das Ganze wird natürlich nicht jetzt in Camunda abgelegt, sondern, wie ich vorhin erwähnt habe, auf diesem OpenCMS Server, den ich lokal bei mir laufen habe. Und da kann ich jetzt direkt mal reinspringen und da gibt es jetzt leider keinen schönen Link, sondern ich müsste jetzt einmal hier in diese CMS Workbench reingehen. Das heißt, hier haben wir eben schon gesehen, in dem Beispiel, was ich vorher gezeigt habe, was man da alles sehen kann. Und sobald ich auf Insurance Data klicke,
sehe ich im Endeffekt verschiedene Ordner und hier gibt es im Endeffekt direkt einen, der jetzt hier erstellt wurde. Und hier haben wir direkt das Invoice-PDF-Dokument. Nicht wundern, die Zeit, die jetzt hier angezeigt ist, ist halt nicht unsere europäische Zeit, sondern die sind eine Stunde zurück. Deswegen ist jetzt hier die 9.33, 49 gegeben. Aber das ist genau das Dokument, was wir an der Stelle haben. Wenn ich das jetzt aufrufe, ich zeige das einfach mal, kommt das auch direkt hier raus. Okay, das heißt, hier habe ich eine Reihe von Ordnern auch wieder, im Endeffekt im gleichen Stil und habe auch hier die Möglichkeit, mir diese Daten anzuschauen und genau reinzugucken, was da passiert. Gut, jetzt gehen wir mal hier zurück, spielen das auch nochmal durch. Das heißt, ich approve jetzt hier den ganzen Task nicht. Gucke jetzt nochmal, es gibt jetzt hier wieder ein Assign Reviewer. Das heißt, ich würde den auf Demo zuweisen. Klicke jetzt hier auf Complete. Dann gibt es einen Review Invoice Task auch wieder. Und hier ist jetzt wieder, genau wie vorher, habe ich die Möglichkeit, eine neue Version hochzuladen. Und da ist ja jetzt das spannende Thema, wie handelt jetzt die CMS-Integration das Versioning? Funktioniert das genauso oder gibt es hier Unterschiede? Das heißt, ich wähle auch hier wieder zwei verschiedene Dateien einfach mal aus an der Stelle und klicke dann anschließend auf Complete. Und jetzt gucken wir mal hier rein, direkt wieder Review Invoice und sehen auch hier, oh super, wir haben direkt zwei verschiedene Versionen. Okay, das heißt, wir haben hier einmal das eine Invoice und wir haben das andere Invoice und er erkennt auch direkt wieder, es gibt mehrere Versionen. Das heißt, Versionierung funktioniert auch hier. Können jetzt mal hier in der Workbench reinschauen. Ich habe jetzt nicht bis ins Detail rein implementiert. Man könnte jetzt natürlich auch das Versioning noch an der Stelle in Camunda implementieren, aber an der Stelle habe ich das erstmal dabei belassen. Das heißt, man sieht jetzt hier CMS Workbench, sieht man, dass es hier Versionen gibt und wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, die Historie uns anzuschauen und auch die verschiedenen Dokumente. Ja, wenn ich jetzt wieder zurückspringe, würde ich das Ganze auch jetzt mal clarifyen und abschließen. Und dann würde ich sagen, wir schauen und dann anschließend direkt in den Code rein. Das heißt, wir approven das Ganze jetzt nochmal und dann sagen wir Complete. So, ja, jetzt haben wir schon viel gesehen. Das ist aber erstmal die Prozessapplikation, die ich geschrieben habe. Sehr schön, aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Ja? Es gibt natürlich mehrere Teile, die wir uns angucken müssen. Das heißt, ich springe jetzt mal in meinen Eclipse rein. Ich hoffe, das ist jetzt auch gut sichtbar soweit, dass man da alles sehen kann. So, und wir schauen jetzt mal direkt rein. Wir haben jetzt hier zwei Prozessapplikationen. Das heißt, wir haben einmal unser Beispiel CMS-Projekt und wir haben auf der anderen Seite unser Box-Projekt. Okay? Die sind fast identisch. Von den Prozessen haben wir ja gesehen, da gab es nicht viele Unterschiede. Ich möchte am Beispiel von dem Box.com-Beispiel zeigen, wie die Formulare im Frontend gebaut sind und anschließend auch nochmal, wie entsprechend die Java-Seite aussieht. Ja, da gibt es auch eine Reihe von Packages, die ich hier geschrieben habe und von verschiedensten Dateien. Und dann schauen wir uns einfach mal die wichtigsten an und gehen mal da als Beispiel rein. Das heißt, ich würde beginnen mit dem Startform. Parallel, wahrscheinlich ist es für viele interessant, ich mache jetzt auch nochmal den Camunda Modeler auf. Den mache ich jetzt hier mal groß. Das heißt, einfach mal um zu zeigen, wie das Ganze jetzt hier in der Implementierung wirklich aussieht. Das heißt, die meisten kennen ja den Camunda Modeler wahrscheinlich. Und hier habe ich die Möglichkeit, ja, Forms zu hinterlegen. Das heißt, bei dem Invoice Received Start Event habe ich direkt eine Startform hinterlegt. Ich mache das wieder klein und jetzt schauen wir uns diese Startform eben mal an. Gut, jetzt sind hier einige Bereiche, die wahrscheinlich nicht ganz so wichtig sind, wie zum Beispiel, es gibt jetzt hier Text, es gibt Paragraphen, der mir sagt, okay, es wurden Dateien hochgeladen und jetzt gehen wir mal weiter runter. Was jetzt halt interessant ist, wie dieser ganze Upload funktioniert. Das heißt,
Wir haben hier einmal einen Listener, der schaut, okay, hat sich auf dem File-Input, das wir haben, etwas verändert. In dem Moment wird dann der Button angezeigt oder halt auch nicht. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein File überhaupt habe, zeige ich hier diese Upload-Area. Das ist Standard Angular. Für diejenigen, die jetzt nichts mit JavaScript zu tun haben, können sich schon mal auf den Java-Teil freuen. Aber ich denke, das ist auch noch relativ einfach zu verstehen. Das heißt, es gibt hier einfach eine Variable, die auf True oder False gesetzt wird. Jetzt gehen wir mal weiter runter. Und der spannende Teil passiert jetzt hier. Das heißt, es gibt hier eine Funktion, eine Methode in JavaScript, die nennt sich UploadFile. Und wenn wir weiter hochscrollen, wird diese aufgerufen in dem Moment, wo ich den Upload-Button drücke. Okay? Erinnern wir uns, der Upload-Button war jetzt nicht weit oben im Formular. Das heißt, hier gibt es diesen Input-Type-Button. Und in dem Moment, wo ich hier raufklicke, wird diese Methode aufgerufen. Das heißt, hier gibt es dann diese Upload-File-Methode. Ich gehe jetzt mal weiter runter. Mache das vielleicht nochmal ein bisschen größer. Manchmal hat man ja Probleme, das dann zu erkennen am Computer zu Hause, wenn das hier so live demonstriert wird. So. Und wahrscheinlich ist es dann besser lesbar. Das heißt, wenn ich jetzt diese Methode hier aufrufe, wird erstmal die Formdaten werden zusammengesammelt und dann wird ein AJAX-Request abgesetzt gegen einen Endpoint, den ich neu definiert habe. Und der ist in dem Projekt Camunda Invoicebox drin und geht dann auf REST und dann im Endeffekt Upload und macht einen Post-Request mit diesen Daten. Und wenn hier eine Response zurückkommt, wenn die Daten zurückkommt, kann man das Ganze, ist das ein JSON, was gepasst wird, und hier ist dann diese automatisch generierte Unique-ID, dieser Box-Folder, von dem ich vorhin gesprochen habe, genau der ist dann hier drin an der Stelle. Und den speichere ich mir zwischen als Variable in einem Input, damit ich das dann beim Form, wenn ich das Formular abschicke, schon mal in den Prozessinstanz direkt als Variable verfügbar habe. Und wenn ich jetzt hier weiter runter scrolle, sehen wir auch gleich, hier sind jetzt die interessanten Teile, die Bereiche. Hier gibt es eine Variable, ein Array mit Uploaded Documents und hier werden jetzt die verschiedenen Filenames hinzugefügt. Das heißt, wenn es mehrere Files gibt, werden die auch entsprechend angezeigt. Okay, das ist jetzt erstmal der Startbereich und da ist es dann natürlich interessant, wenn ich auf diesen Button geklickt habe, wo landet jetzt hier dieser Request? Das heißt, wo ist jetzt hier diese Upload-Funktion? Und da gibt es im Endeffekt zwei Java-Klassen, die hier interessant sind. Einerseits gibt es eine REST-Application, die nichts anderes macht, als einen neuen Java-Application-Pass zu definieren, einen neuen REST-Endpoint auf den Namen REST. Und dann gibt es einen Upload-Facade, die nichts anderes macht, als einen neuen Pfad REST nochmal zu definieren, um das Ganze nochmal abzugrenzen. Und dann gibt es hier diese Methode UploadFile, die eben genau auf dieses Upload lauscht und dann hier Formdata konsumiert. Und an der Stelle haben wir dann halt einen Input, der nicht nur jetzt dieses File hochlädt, sondern gleichzeitig, wenn es bereits einen Boxfolder gibt und er diese ID kennt, dann nimmt er diese Datei. Und wenn nicht, wird im Folgenden dann auch noch eine Unique ID erstellt. Das heißt, diese Methode wird jetzt genutzt von verschiedenen Methoden. Wir haben ja vorhin in dem Case gesehen, da kann man auch nochmal Dokumente hochladen. An der Stelle hat man ja bereits den Boxfolder, diese Unique ID, und deshalb übergibt man sie hier an der Stelle nur. Da muss keine weitere generiert werden. So, und jetzt passieren hier allerlei Daten, die Aufbereitung von diesem File. Wir holen uns im Endeffekt den Input-Stream aus dem Body raus, haben jetzt den Input-Stream. Sehr schön. Der Filename wird jetzt bekommt nochmal an der Stelle einen Slash davor gesetzt. Und dann kommt es hier, ist das Interessante, ja. Also hier erstelle ich mir einen neuen Box-Connector. Das ist etwas, eine Klasse, die ich selber geschrieben habe. Und in der rufe ich die Methode Upload auf. Und da gibt es den Input-Stream, den Filename und den Box-Folder. Okay? Und das, was wir jetzt machen wollen, ist hier mal reinzuschauen in diese Java-Klasse, um uns mal anzuschauen, was da genau passiert. So, wir haben jetzt hier diese Box-Connector.
Und hier gibt es die Methode upload, die ja aufgerufen wird. Das heißt, hier bekomme ich jetzt den Input-Stream als File-Content, ich bekomme den File-Name und eventuell den Box-Folder-Name. Und hier sieht man direkt, jetzt wird hier die Unique-ID auf den Box-Folder-Name gesetzt. Und dann wird geschaut, ist diese erst leer oder null. Das heißt, dann erstelle ich mir eine neue Random Unique ID, die ich mir dann erst generiere und direkt auf, das ist im Endeffekt der Box Folder nehmen dann später. Und dann baue ich eine Verbindung zu Box auf. Und da beginnt wirklich jetzt der Teil, wo mir das SDK von box.com hilft. Das heißt, ich zeige mal kurz die POM-XML von diesem Projekt, um zu zeigen, wie die Maven-Dependency aussieht zu Box. Das heißt, wir können hier unten sehen, es gibt eine Dependency zu com.box, box.java.sdk in dieser Version. Und diese Dependency brauche ich, um mit box.com auf einfache Weise zu kommunizieren. Ich könnte es auch ohne machen, dann müsste ich die ganzen REST-Requests selber schreiben und das nimmt mir genau hier diese Library ab. Das heißt, sie sorgt dafür, wenn ich ihr eine User-ID hiermit übergebe, baut sie hier für mich eine Verbindung auf. Das heißt, ich habe hier einen kleinen Helper geschrieben, der eine neue App-User-Connection aufbaut mit meiner Client-ID, mit dem Secret und mit verschiedenen JWT-Encryption-Preferences. Und dann gibt es an der Stelle auch noch einen Access-Token-Cache, wo die Daten zwischengespeichert werden. Ja, wo findet man jetzt diese ganzen Daten, die hier abgelegt werden? Das müssen wir hier mal hochscrollen. Hier gibt es einen kleinen Config-Helper. Das heißt, diese Client-ID, Secret und File und Passwort werden aus einer Datei rausgeladen. Das macht mein kleiner Config-Helper. Und die ganzen Daten sind hier gespeichert. Ich habe hier ein Beispiel bereitgestellt. Das ist auch auf GitHub drin. Ich will natürlich nicht meine box.com-Daten hier öffentlich machen. Das heißt, hier gibt es einmal die Examples und dann auch ein Example für solch einen Private Key. Das ist auf box.com sehr schön beschrieben, wie man das eben erstellen kann. So, da wir heute gar nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich jetzt mal das Ganze ein bisschen beschleunigen hier. Schauen wir mal runter, was jetzt hier noch wichtig ist und das, was im Endeffekt interessant ist, wie man jetzt Ordner erstellt. Ja, da wird ein neuer Ordner erstellt und dann weiter unten möchte ich noch eine Sache zeigen. Das ist genau die Stelle, wo ich jetzt eine neue Version hochlade. Das heißt, ich habe vorher geprüft, gibt es bereits einen File. Dann lade ich eine neue Version hoch, wenn es bereits einen File gibt. Das macht man mit File Upload Version. Und das heißt, box.com weiß dann automatisch, ich muss jetzt die Version updaten. Oder es gibt auch die Möglichkeit hier, wenn man keine neue hat, einfach einen File hochzuladen. Und das ist dann ein neues File. Und dann gehen die ganzen Daten wieder zurück. Ja, das ist im Endeffekt so mal im kurz im Schnelldurchlauf von vorne bis hinten zu box.com, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wirklich sehr, sehr einfach und man kann das jetzt super einfach erweitern. Das heißt, wir haben jetzt hier noch andere Methoden, wie zum Beispiel, wie man sich diesen Embed-Link holt zu dem Box-Folder direkt oder diesen Preview-Link, ja, oder wie man den Folder-Link sich holt hier, Get-Folder-Shared-Link. Das sind also wirklich super kleine Methoden, die man hier an der Stelle hat. Und mit meinem Beispiel kann man das jetzt nicht nur für box.com machen, sondern auch für viele weitere Cloud-Dienste. Gut, die interessanteste Stelle, die wir wahrscheinlich jetzt noch sehen müssen, das schaffen wir auch noch heute, ist jetzt mal noch 2 Minuten in den CMS-Prozess-Applikation reinzusteigen. Das heißt, hier gucken wir uns jetzt mal nur an, was ist jetzt hier der große Unterschied. Das heißt, wir haben grundsätzlich die gleichen Klassen. Wenn wir uns wieder hier erinnern an unser Upload-Facade, ist das genau das gleiche Verhalten. Wir holen uns wieder die Daten genau gleich raus. Und am Ende ist der Unterschied dann, dass wir hier den CMS-Connector haben, anstatt den Box-Connector. Ja. Und im Frontend sieht das Ganze fast identisch aus. Das kann man wirklich auf GitHub auch sehen. Und ich würde jetzt hier mal reingehen. Das heißt, hier wird die Session an der Stelle nur anders aufgebaut. Das heißt, bei CMS mit der Hilfe von Apache Chemistry, da zeige ich jetzt auch noch mal kurz, weil es wirklich sehr schön ist zu sehen, dieses Package hier,
Das heißt, es gibt hier diese Client-Implementierung von Open Chemistry, Apache Chemistry, Open CMS, meine ich hier natürlich, gibt es diese Client-Implementierung, die ich an der Stelle nutze. Und mit dessen Hilfe kann ich jetzt hier mir eine neue Session aufbauen zu meinem lokalen Server, kann hier User-Passwort übergeben. Das Ganze kommt wieder aus den Configs raus und es gibt dann hier an der Stelle die URLs, es gibt diesen Binding-Typ brauche ich noch und dann habe ich meine Session. Das heißt, wenn ich hier mir meine Session geholt habe, mache ich dann auf andere Weise natürlich als bei box.com, aber grundsätzlich sehr ähnliche Operationen. Ich hole mir Folder und erstelle damit auch direkt Folder und es gibt dann hier die Methode createDocument, die dann genau das macht, was wir im Box vorhin gesehen haben mit UploadFile, nur auf andere Art und Weise. Das heißt, ich muss hier den verschiedene Properties setzen, dass das Ganze versionierbar ist. Den FileName setze ich als Property und dann setze ich noch die Daten mit rein in das Dokument und man holt sich ein neues Object. Ja. Also hier wird das neue Dokument an der Stelle created mit den Properties und dem Content Stream. Gut, ja, das war jetzt wirklich ein Schnelldurchlauf einmal durch das Projekt. Da es jetzt schon 10 Minuten vor Ende von dem Webinar ist, würde ich vorschlagen, wir machen jetzt an der Stelle erstmal Halt mit dem Durchlauf und schauen jetzt einfach mal ganz kurz rein in unsere Präsentation, was uns hier heute noch fehlt. Das heißt, ich würde das Ganze jetzt mal starten. Und jetzt sollten wieder alle den PowerPoint-Screen sehen an der Stelle. Und ich gehe jetzt mal auf die nächste Seite. Und das ist im Endeffekt noch das, was ich nämlich heute herausstellen möchte. Es gibt wieder den Source-Code für dieses Webinar auf GitHub. Das heißt, es war jetzt wirklich ein sehr schneller Durchlauf. Also ich wollte einfach mal hier aufzeigen, dass man sehr, sehr einfach Prozessapplikationen erstellen kann, die sich mit Dokumentenmanagementsystemen verbinden, sowohl mit modernen als auch mit den älteren On-Premise-Lösungen, die über CMS integriert werden können. Und das Ganze ist austauschbar. Man kann wirklich hier jedes offene System anbinden und die ganzen Java-Klassen kann man dann an der Stelle noch erweitern und den Funktionsumfang natürlich sehr einfach hier noch auch an der Stelle erweitern. Ich habe auch für diejenigen, für die es jetzt ein bisschen zu schnell ging an der einen oder anderen Stelle, kann man sich natürlich das Video dann später anschauen. Und auf der anderen Seite gibt es hier auch noch zwei Blogposts, die ich zu diesem Thema veröffentlicht habe auf unserem Camunda-Blog. Das heißt, hier hat man auch nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen. Und hier nochmal der Hinweis, es gibt ein Box Java SDK und es gibt auch eine Apache Chemistry Open CMS Implementierung in Java. Und von meiner Seite nochmal der Hinweis, es gibt auch für viele weitere Cloud-Dienste, wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive, gibt es sehr, sehr gute APIs, auch in Java, womit man sehr, sehr einfach Camunda an der Stelle integrieren kann. Und das ist wirklich etwas, was man hier nochmal erwähnen sollte. Und an der Stelle würde ich sagen, schauen wir mal, ob es jetzt im Chat hier ein paar Fragen gegeben hat. Und würde sagen, wir springen jetzt hier in den Fragen- und Antwortenbereich. Also ich würde mich jetzt mal an der Stelle, würde ich jetzt wieder übergeben an Daya. Und schauen wir mal, was sie für Fragen für uns hat. Super, vielen Dank, Felix. Wir haben doch ein paar Fragen. Die erste ist, Dokumentenerzeugung nicht Teil 1 DMS oder beginnt DMS für euch bis zum Weiter in den Definitionen erst nach der Erzeugung eines Dokuments? Ja, also eine sehr gute Frage erstmal. Vielen Dank dafür. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Natürlich, die meisten Dokumentenmanagementsysteme unterstützen einen ja auch bei der Erstellung, beziehungsweise beim Einscannen zum Beispiel von Dateien. Und die Integration würde an der Stelle dann natürlich minimal anders aussehen. Man würde die Datei dann nicht in Camunda hochladen, sondern sie wäre bereits vorhanden. Von dem Vorgehen her, von der Implementierung her auf der Java-Seite, sieht das Ganze dann aber wirklich sehr ähnlich aus. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Dokumentenmanagementsystem die Datei bereits angelegt hat im Hintergrund,
habe ich die Möglichkeit natürlich, genau diese ID dann in meinem Prozess zu hinterlegen. Das heißt, ich könnte meinen Prozess an der Stelle dann hier mit der ID, die generiert wurde von einem Dokumentmanagementsystem zum Beispiel befüllen. Oder ja, später könnte man es auch so weit treiben, dass der Sachbearbeiter zum Beispiel die Datei entsprechend aus dem Dokumentmanagementsystem aussucht. Also das ist dann wirklich nur noch reine Implementierungssache und da sind wir wirklich offen für beide Seiten. Es gibt immer noch viele Kunden, wo auch genau solche manuelles Hochladen von Dokumenten passiert, gerade wenn man so an den typischen Sachbearbeiter denkt, wo jetzt die Dokumente nicht automatisiert zum Beispiel eingescannt werden, sondern der wirklich noch manuelle Arbeit im Büro zu tun hat, dann das ist genau dieser Fall, den wir zeigen. Ja. Aber sehr gute Frage auf jeden Fall. Danke. Und die nächste Frage wollte ich dir zeigen, weil ich glaube, ich sage das nicht richtig, aber wie wird bei diesen Diensten Datenschutz BDSG und Nummer 203 sichergestellt? Ja, also das bezieht sich jetzt auf Datenschutz. Genau, also das ist eine sehr gute Frage. Das bezieht sich wahrscheinlich jetzt auf box.com nämlich an, genau auf diese Cloud-Dienste. Und da muss man natürlich immer direkt nachfragen. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie es aussieht bei box.com, ob sie hier diesen Datenschutz entsprechend einhalten. Das ist ja ein internationales Unternehmen. Da muss man natürlich hinterfragen, wo werden jetzt diese Daten abgelegt. Aber gerade aus diesem Grund, wenn ich da als Unternehmen verpflichtet bin, da reinzuschauen und diese Cloud-Dienste bieten mir genau dieses halt nicht, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, über diese CMS-Integration zu gehen und wirklich eine On-Premise-Lösung zum Beispiel zu nutzen. Das heißt, da sind wir wirklich offen für beide Seiten. Das muss ich als Unternehmen immer selber entscheiden, von Fall zu Fall natürlich, welche Daten speichere ich da ab und kann mir box.com das liefern. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel für einen Cloud-Dienst, aber gerade bei Cloud hat man ja immer diese Fragestellungen, was passiert mit meinen Daten? Und deshalb ja, also vielen Dank für die Frage. Cool. Und die letzte Frage ist, wieso würden wir nicht das Assignee- und Gruppenkonzept von Komunda verwendet, sondern eigene Task-Variablen? Und ich glaube, die zweite dazu ist, könnte auch eine Document-Upload, eine Workflow starten. Okay, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen, genau. Also einmal, könnte auch ein Dokumentenmanagementsystem einen Upload starten? Das auf jeden Fall ja. Das hatte ich ja am Anfang schon mal erwähnt. Das ist ja das gleiche im Endeffekt wie die erste Frage, die wir auch schon heute hatten im Chat, ob die Dokumentenmanagementsysteme hier nicht viel früher starten. Das heißt, dass sie nicht die Daten ablegen und wir nicht manuell das in Komunda hochladen. Also das geht auch. Das Dokumentenmanagementsystem kann natürlich den Prozess starten und kann uns auch mitteilen, wo jetzt dieser Folder liegt und wo er verlinkt ist. Das wäre einfach eine andere Implementierung an der Stelle. Dann würde man diese Startform nicht mehr haben. Die andere Frage betraf jetzt Assignee und Gruppen in Komunda. Da es jetzt hier nur eine Beispielimplementierung war, wurde jetzt hier nicht genau geschaut, okay, wie ist das Gruppenkonzept und das Assignee-Konzept von Komunda. Ich weiß jetzt an der Stelle ehrlich gesagt nicht genau, wo jetzt nochmal zusätzliche Task-Variablen abgelegt wurden. Meiner Meinung nach wurden hier keine weiteren Variablen abgelegt für die Zuweisung. Ja, das heißt, falls das der Fall war, entschuldige ich mich dafür natürlich, da es nur eine Beispielimplementierung hier sein sollte an der Stelle und der Fokus wirklich halt auf die Dokumentenmanagementsysteme fällt. Ja, aber vielen Dank für die Rückmeldung an der Stelle. Super, vielen, vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr auch gerne info@komunda.com uns e-mailen oder die Nummer anrufen. Und ich glaube, ihr seht das gerade auf eurem Screen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Und diese Recording wird live auf unserer Website sein. Ab heute könnt ihr wieder dann zuhören.